Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frau, die jetzt zu uns kommt, hat leider gestern eine kleine Verletzung erlitten. Es ist, glaube ich, nicht so schlimm. Sie wird für die Europameisterschaft spielen können, oder? Ja, hoffen wir. Und sie kommt jetzt zu uns. Sie ist die Kapitänin der österreichischen Frauennationalmannschaft. Hier ist Viktoria Schnaderbeck. Viktoria Schnaderbeck. Frau Schnaderbeck. Liebe Viktoria, ich nehme mal an, dass du Wasser willst. Ja. Ja, es ist ja natürlich in dieser Trainingszeit jetzt nicht möglich. Wir Fußballfans müssen jetzt sofort die Frage stellen, was ist mit dem Knie genau passiert gestern beim Training und wie geht es dir? Wirst du spielen können? Mir geht es schon wieder viel besser. Es ist alles halb so wild. Ich bin mit einer Mitspielerin zusammengekracht. Beim Trainingscamp in Bad Tatzmannsdorf. Richtig, ja. Ich habe mir große Sorgen gemacht, weil ich habe gehört, du wurdest nach Oberwart ins Spital geliefert. Ja. Wo Stermann fast mal gestorben wäre. Wo ich mal fast gestorben wäre, genau. Obwohl ich gar nichts hatte. Ja, na, es ist alles gut über die Bühne gegangen. Für Röntgenaufnahme hat es gereicht. Sehr gut. Okay, die EM beginnt wann? Die EM, also unser erstes Spiel ist am 18. Juli. Das Eröffnungsspiel ist am 16. Juli. Erstes Spiel gegen die Schweiz, glaube ich. Direkt ein Entscheidungsspiel. Und die Schweiz ist ja nicht schlecht. Ja. Oder? In der Qualifikation, glaube ich, alle Spiele gewonnen. Die Schweizerinnen? Ja, ja. Weiß ich gar nicht. Ja, die 34:3 Tordifferenz, haben wir vorbereitet. Oh, wow. Das heißt, das ist schon ein entscheidendes Spiel. Kann man so sagen. Also ich glaube, im ersten Spiel entscheidet sie schon einiges. Wir sind jetzt so in der Vorbereitung, dass wir natürlich uns von der besten Seite zeigen wollen und auch gegen die Schweiz ein gutes Spiel liefern wollen und dementsprechend ein gutes Ergebnis. Ihr wart irgendwie lange ungeschlagen in der Qualifikationszeit. Ich glaube 18 Spiele? Genau, es waren 18 Spiele insgesamt. Ohne Niederlage. Das haben die Herren noch nie geschafft. Ja, aber waren das nur Jausengegner? Färöerinseln, Andorra, Mazedonien? Oder waren da auch wirkliche Kaliber dabei? Nein, da waren schon gute Mannschaften wie Australien dabei. Also da haben wir schon. Ist es so, du verzeihst, dass ich mich im Frauenfußball nicht so gut auskenne, aber ist es so, dass die Länder, die im Herrenfußball gut sind, auch im Frauenfußball gut sind? Teils, teils. Also es ist zum Beispiel in Europa schon so, dass die skandinavischen Länder sehr gut sind im Frauenfußball. Norwegen, Schweden, Dänemark, Island. Ja. Die sind eigentlich schon jahrelang an der europäischen Spitze. Ja. Und das ist ja im Männerfußball eher nicht so. Auch die USA, jetzt ein bisschen über Europa hinausgeblickt, ist auch sehr gut im Frauenfußball. Da ist der Frauenfußball eigentlich populärer als der Männerfußball selber. Du spielst bei Bayern München. Ist das vergleichbar mit dem Herrenteam von Bayern München? Ist Bayern München als Frauenteam auch so, auch so gut? Ja. Ja, also wir sind durchaus gut. Wir sind jetzt zweimal deutscher Meister geworden. Okay. Dieses Jahr sind wir Vizemeister geworden. Aber es gibt doch Unterschiede, gerade was das Finanzielle betrifft. Genau, da wollte ich gerade fragen, kommst du überhaupt in die Gelegenheit, Steuern zu hinterziehen wie Ronaldo? Oder? Ja, also in diesem Ausmaß definitiv nicht. Aber schon. Aber schon. Du kannst von deinem... Das beruhigt uns. Du kannst von dem Sport leben oder hast du besides noch einen Brotberuf? Ich kann von dem Sport leben. Ja. Ich spiele aktuell also nur Fußball, studiere aber noch Sportmanagement. Und macht es einfach, um mir ein zweites Standbein aufzubauen. Mehr als Bayern München geht ja kaum, oder? Wenn du im deutschsprachigen Raum bist, gibt es noch andere deutschsprachige Vereine, die irgendwie so ähnliches Level erreicht haben? Also mit Wolfsburg ist eigentlich schon eine Mannschaft in Deutschland vertreten, die jetzt auch jahrelang sehr professionell und sehr gut vertreten ist, auch international. Und dann kommt eigentlich eh schon Bayern München, oder das ist ziemlich ähnlich einzuschätzen. Und ja, Turbine Potsdam vielleicht noch. Genau. Das war's dann schon. Turbine Potsdam, das sagt mir auch noch was. Aber ja, ja. Das sagt dir noch was. Ja, Turbine Potsdam. Ich wusste, dass die Frauenfußball gut sind. Liebe Viktoria, wir haben einige Momente der Qualifikation zusammengeschnitten und auch ein Interview von dir. Und das schauen wir uns doch gerne an. Yeah.
einfach genial und ja, deswegen ist es umso schöner, dass wir das jetzt als Mannschaft auch feiern können. Ja, bravo. Victoria Schnaderbeck und die österreichische Frauenfußballnationalmannschaft. Alle Spiele werden im ORF übertragen. Das ist ja auch ein Schritt ins sozusagen Gewagte, oder? Noch nie wurden Frauenfußballspiele im ORF zur Primetime übertragen. Wie viele Leute schauen eigentlich zu bei Bayern München, wenn du spielst, im Stadion? Bei uns ist es eigentlich so, dass wir im Durchschnitt 1000 Zuschauer haben. Ist wenig. Das ist relativ wenig. Du könntest bei uns im Club spielen, wenn du würde das ungefähr passen, gell? ja, also das ist für uns jetzt natürlich eine große Ehre, dass der ORF die ganzen Spiele zeigt, auch zur Hauptzeit. Um 20.15 Uhr, ja, genau. ORF 1 und ja, da sind wir mega stolz drauf, dass das so gekommen ist. Ja. Und ja. Stimmt es, dass du die Cousine von Sebastian Prödel bist? Ja, das stimmt. Das heißt, das liegt irgendwie in der Familie auch, die Fußballleidenschaft und das Talent? Ja, kann man durchaus sagen. Also von Papas Seite ist die ganze Familie irgendwie im Fußball vertreten und spielt, egal ob Mädchen oder Bub. Ja, ich muss noch einmal kurz darauf zurückkommen, auf deine Haltung dazu, dass viele Leute diesen Sport, der von, wenn er von Frauen ausgeübt wird, belächelt wird. Roman Mehlich zum Beispiel, eigentlich ein lieber Freund der Sendung, hat sich zu einer, wie soll man das sagen, zu einem er Kommentar... Er dachte, es ist nett. Ich glaube, er meinte es positiv, aber ja. es ging wirklich fulminant in die Hose. Hier Roman Mehlich zum Thema Frauenfußball. Roman, es hat viele Kommentare gegeben, teils auch wirklich sehr unnötige, über Frauenfußball. Wie hat Ihnen die Weltmeisterschaft gefallen? Ja, tadellos. Ich habe zwar jetzt nicht so viel gesehen, muss ich ehrlich zugestehen, aber es hat schon seine Berechtigung. Also ich reg mich sicher nicht drüber auf. Wenn die Damen ihren Spaß dabei haben, die Leute kommen ins Stadion, ist doch schön. Sie machen ja nichts Schlechtes. Es ist natürlich mit dem Männerfußball überhaupt nicht zu vergleichen, das tut ja auch keiner. Aber wenn sie Spaß dran haben, dann sollen sie auch spielen. Ja, kann man darüber lachen? Oder denkt man sich, wir haben uns nicht durchgesetzt? Also ich lache drüber, ich ja. kann drüber lachen. Schau, das ist einfach ein Volltrottel, was wir sagen. So. Und das kann man nichts machen, das ist einfach. Weil nämlich, ich glaube ja, ich habe das noch nie gesehen, Frauenfußball, was aber daran liegt, dass ich generell nicht sehr viel Fußball sehe. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass ihr Frauen genauso solche Weicheier seid wie die Männer, die gefault werden. Wälzt ihr euch dann auch vor Schmerz am Boden oder nehmt ihr den Schmerz wie eine Frau, scheißt drauf und spielt weiter? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ja, eben, ja. machen wir das so. Und ich ja, dachte so im wahrsten Sinne des Wortes, wir scheißen drauf. Ja. Ja. Ja, ist wahrscheinlich viel spannender, weil was sieht man normalerweise beim Fußball, siehst du immer nur Leute, die am Boden liegen und machen dann schaut er, der Schiedsrichter schaut nicht her, denkt so, ja, na gut, dann halt nicht. Das ist ja der fade Teil. Aber hast du sie jetzt durch dieses Kompliment gerade versucht anzubraten, spitzt du auf ihre Chips oder was? Sag mal, ich glaube, Voll erwischt. Der Trainer eurer Mannschaft ist ein Mann. Der ist ein Mann, genau. Ich dachte immer, Trainer sind dann auch Frauen von Frauenmannschaften. Ist das üblich, dass ein Mann eine Frauenmannschaft trainiert? Mittlerweile ja. Also es gibt eigentlich sowohl Frauen als auch Männer als Trainer. Das ist ziemlich gemischt. Ich habe sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft einen Mann. Wie lange ist der jetzt schon Trainer bei euch, dieser Mann, der Teamchef? Wie lange ist der Dominik schon? Dominik Thalhammer ist jetzt seit 2011 unser Trainer. Und war das nicht so, dass quasi das so ein Langzeitprojekt war, dass damals gesagt worden ist, okay, wir versuchen jetzt alles neu, wir machen jetzt eine neue Mannschaft und wollen uns 2017 für die EM qualifizieren, was damals noch illusorisch klang. Und genau das ist eingetreten. Ja, damals war das, glaube ich, seine Vision, zu sagen, 2017 qualifizieren wir uns für die Europameisterschaft. Und ja, da steckt natürlich ein klarer Plan, klare Ziele dahinter. Und dass wir das jetzt so umsetzen konnten, glaube ich, ist ein wichtiges Zeichen für den gesamten österreichischen Fußball und Frauenfußball gewesen.
Ja. Da die Männer ja nichts reißen in der nächsten Zeit wahrscheinlich. Wisst ihr es eigentlich? Sind wir dabei oder nicht? Nein. 99% nicht. Es müssten alle anderen Mannschaften sterben. Wir mehr oder weniger. Ja. Mehrere Flugzeugabstürze, Erdrutsche, sowas halt. Das heißt, unsere Hoffnung ist das Frauenteam. Genau. Yeah. Wir hoffen auf die Frauen-Nationalmannschaft. Liebe Viktoria, deine Verletzung wird auskuriert sein, wenn du das Spiel gegen die Schweiz bestreiten wirst müssen. Davon gehe ich schwer aus. Ja, wir hoffen mit dir und wir schauen uns das alle an und hoffen auch, ihr müsst unter die ersten zwei kommen, um ins Viertelfinale aufzusteigen. Genau. Ja. Und was ich Ihnen zu Hause, falls Sie noch nie Frauenfußball gesehen haben, sehr ans Herz legen kann, es ist wirklich fast geiler als Männerfußball, finde ich, weil es etwa eine Spur langsamer ist, aber dadurch viel mehr Sachen passieren. Ja, man spart sich die Zeitlupe. Ja. Beim Frauenfußball? Nein! Ach, Herrgottzeit. Du und Mädels, wirklich. Oh, wirklich. Ja. Leckt mich am Ganz Arsch. Ganz am Ende, kurz vom Sommer. Endlich wird der Ausgebot. Ich möchte mich herzlich bedanken. Das war die letzte Sendung vor der Sommerpause. Alles Gute, liebe Viktoria. Lesen Sie dieses Buch von Michael Niavarani. Ein Trottel kommt selten alleine. Jetzt haben wir einen musikalischen Leckerbissen für Sie vorbereitet. The Geezers. Ich möchte mich herzlich bedanken fürs Zuschauen und wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Wir sehen uns am 12. September wieder. Beim Best of und vielen Dank unseren wunderbaren Gästen Viktoria Schnaderbeck und Michael Niavarani. Dankeschön. Servus. Das sind die Geezers. Schönen Sommer Ihnen. Macht es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Danke sehr.